Hier im Wiener Ernst-Happel-Stadion spielen sowohl Austria Wien als auch Rapid Wien ihre Europacup-Heimspiele in dieser Saison. Die Austria, die hat vorgelegt mit 37.000 Zusehern gegen den FC Porto. Und Rapid will natürlich in zwei Wochen nachlegen. Mario Sonnleitner, das erste Europacup-Heimspiel gegen Dynamo Kiew. Was muss passieren, damit dieses Stadion in zwei Wochen am 3. Oktober ausverkauft sein wird? Ja, schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir gegen den FC Thun gewonnen hätten oder einen Punkt erreicht hätten. Das ist nicht passiert, aber ich glaube, dass wir trotzdem die Unterstützung der Fans brauchen und wir benötigen, damit wir gegen Kiew eine Sensation schaffen können und vielleicht drei Punkte holen. Weil ich glaube, dass trotzdem auch nach dieser Auftaktniederlage sehr viel drinnen ist in dieser Gruppe. Und deswegen hoffe ich natürlich auf die zahlreichen Rapid-Fans, die uns immer wieder den Rücken stärken und der Mannschaft den letzten Impuls geben, dass das Stadion voll ist. Ich will gar nicht lange über gestern sprechen, trotzdem eine Frage dazu. Ihr habt unheimlich gut gespielt in der Liga, auch in den Europacup-Qualifikationsspielen. Spielerisch vor allem überzeugt, das hat gestern eigentlich gar nicht funktioniert. Merkt man das als Spieler gleich nach den ersten 5-10 Minuten, dass da der Wurm drinnen ist? Ja, gestern war eine komische Situation, weil wir etwas überrascht waren von der Spielweise vom FC Thun. Sie haben wirklich sehr, sehr defensiv gespielt. Wir haben einfach keine Möglichkeiten gehabt, um es durchzuspielen. Und dann haben sie eigentlich sehr stupide gespielt, mit langen Bällen auf die zweiten Bälle zu agieren. Und das ist uns am Anfang nicht bekömmlich gewesen. Und wir haben dann versucht, natürlich zweite Halbzeit das Spiel zu drehen. Leider ist uns nicht gelungen. Wir haben allesamt, glaube ich, jeden Mannschaftsteil keinen guten Tag erwischt. Aber das zeigt trotzdem, dass wir hatten viel Ballbesitz. Das heißt, ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir in den nächsten Spielen in der Europa League dann besser abschneiden. Wenn wir uns da ein bisschen umblicken, das Ernst-Happel-Stadion, irrsinnig imposant, wenn man da unten am Spielfeld steht. Sie haben schon oft hier gespielt. Was war denn für Sie persönlich hier das emotionalste Spiel? Ja, es hat wirklich sehr, sehr viele Spiele schon gegeben da im Ernst-Happel-Stadion. Und eigentlich die besten Spiele sind die, die man gewinnt. Leider waren es noch nicht so viele dabei, weil wir meistens in der Europa League Qualifikation oder in der Gruppenphase eben hier im Ernst-Happel-Stadion spielen. Deswegen habe ich die Erinnerung an dem Kharkiv-Spiel natürlich, wo wir mannschaftlich wirklich eine sehr gute Leistung gebracht haben, wo wir einmal weniger waren und trotzdem das Spiel gewonnen haben. Aber sonst da einfach die Kulisse immer wieder zu sehen, wenn man einläuft, ist einfach toll und das ergreift dann jeden Spieler. Mario Sonnleitner, ein Steirer in Wien, jetzt bei Rapid Wien verlängert bis 2016, habe ich nachgelesen, den Vertrag. Seit 2010 sind Sie gekommen hierher. Warum diese Verlängerung? Was ist das Besondere auch für Sie persönlich, Rapid Wien? Ja, der Wechsel, ich habe mich von Sturm Graz zum Wechsel nach Rapid Wien entschlossen, weil ich einfach eine Luftveränderung gebraucht habe und wollte. Und da ist Rapid Wien damals an mich herangetreten und habe gedacht, ja, das ist auch gute Geschichte, Rapid Wien, der größte Verein Österreichs mit den tollsten Fans. Das hat mich einfach immer schon beeindruckt, wie ein junger Spieler war. Und in diesen 3 Jahren ist sehr viel passiert bei Rapid. Mhm. Es hat sich nicht alles so entwickelt, wie es mir vorgestellt hat, aber es war immer wieder der Geist, der Rapid-Geist zu spüren. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich will die nächsten 3 Jahre diese Früchte ernten, die wir jetzt langsam anfangen zu sehen. Es geht wieder in die richtige Richtung. Und ich fühle mich sehr, sehr wohl in Wien und deswegen bin ich glücklich, da zu sein. Sie haben angesprochen, als junger Spieler sind Sie gewechselt. Sie sind jetzt immer noch jung, 26 Jahre, 27 werden Sie in Bälde. Trotzdem sind Sie ein unheimlich routinierter Spieler. Mehr als 230 Spiele in der österreichischen Bundesliga für GRK, Sturm Graz und jetzt Rapid Wien. Unheimlich viel Erfahrung fühlen Sie sich, trotz Ihrer Jugend, unter Anführungszeichen, als alter Hase bei Rapid. Sind Sie einer, der diese Mannschaft führen darf und auch führen muss, gemeinsam mit einem Steffen Hoffmann? Ja, das glaube ich schon. Durch das, dass ich erstens bei 3, 4 verschiedenen Clubs war, dort immer Stammspieler war, unter verschiedenen Trainern agiert habe und auch sehr viele Bundesligaspiele bzw. Europacup-Spiele hinter mir habe, muss ich einfach auch das Zepter ein bisschen in die Hand nehmen. Wir haben eine relativ junge Mannschaft, die muss man auch hinten ein bisschen versuchen zu führen. Ich versuche das natürlich auch in meinen Mitteln, was für meine Mittel möglich ist, zu machen. Und es ist nicht immer einfach, weil natürlich viele Situationen einfach schwer zu lösen sind. Nicht nur mit Kommunikation, da gehört einfach viel Training dazu. Aber ich glaube einfach, dass ich mittlerweile schon ein routinierter Spieler bin, auch wenn ich erst 26 bin. Mario Sonnleitner ist in Österreich der Inbegriff des Innenverteidigers. Also ich kenne Sie in keiner anderen Position. Sind Sie als Innenverteidiger auf die Welt gekommen? Auf die Welt gekommen bin ich in Vorarlberg und da habe ich noch überhaupt nicht an Fußball gedacht.
Also wie gestartet habe als Fußballer, war ich eigentlich eher Mittelfeldspieler oder Stürmer. Da war ich beim kleinen Verein und da hat man immer vorne angefangen, weil man einfach Tore erzielen will. Und ja, aber irgendwann in der BNZ-Zeit vom GAK habe ich dann irgendwann einmal eine Großchance im BNZ U15 verhaut. Und dann ist die Idee vom Trainer gekommen, vom damaligen Trainer, ja, ist vielleicht besser, wenn du hinten spielst. Und ja, ich war körperlich immer sehr, sehr stark. Und dann habe ich mich auf dieser Position festgesetzt und habe auch auf dieser Position den Sprung zu den Profis geschafft und mittlerweile ein gestandener Bundesligaspieler. Und da bin ich sehr froh, jetzt auf dieser Position zu spielen. Wo sehen Sie Ihre Stärken? Meine Stärken sind, glaube ich, natürlich auch in meinem physischen Bereich. Ich bin ein relativ schneller Spieler auf dieser Position. Habe natürlich durch die vielen Spiele, die ich gemacht habe, sehr viel Erfahrung im Stellungsspiel und in der Antizipation. Ja, und ich glaube, das sind große Stärken, natürlich die Zweikämpfe. Die versuche natürlich jeden zu gewinnen. Ich habe einfach Trainer gehabt in meiner Laufbahn, die mir immer wieder gesagt haben, dass nie ein Ball verloren gehen darf. Egal wie aussichtslos die Situation scheint, man muss einfach wie immer versuchen, den Ball zurückzugewinnen und das Tor zu verteidigen. Wie weh tut es, wenn man ein gestandener Bundesligaspieler ist, bei den Vereinen, wo man spielt, immer gesetzt ist und das Nationalteam eigentlich nur vom Fernseher kennt? Ja, diese Frage. Haben Sie schon oft gehört, aber die muss ich trotzdem stellen. Ja? Werde in letzter Zeit öfters gefragt. Ja, das ist. Schau, das Nationalteam ist einfach. Jeder hat seine eigenen Vorlieben, seine eigenen Spieler, die er bevorzugt. Es ist alles wie im Leben, ist ein bisschen eine Subjektivität dahinter. Ich kann einfach nur versuchen, meine Leistungen bei Rapid zu bringen. Und das versuche ich meiner Mannschaft zu helfen. Alles Weitere liegt einfach nicht in meiner Macht und deswegen ärgert mich das auch nicht oder beeinflusst mich das auch nicht in meiner Spielweise. Ich versuche meinen Job zu machen bei Rapid, ich versuche der Mannschaft zu helfen. Ich versuche den ganzen Club was wiederzugeben, das Vertrauen, das sie mir schenken. Und alles andere liegt nicht in meiner Hand und deswegen tangiert es mir auch wenig. In meinem Spickzettel, wo ich ein bisschen nachschauen kann, vorbereitet aus unserem ORF-Archiv, sehe ich da heuer 0 gelbe Karten, 0 gelb-rote, 0 rote, letztes Jahr auch 0-0-0. Der erste Liga Cup auch 0-0-0. Ganz wenige gelbe Karten, erst eine rote Karte, 22 gelbe Karten in der gesamten Bundesliga-Karriere. Ist das auch eine Art von Routine oder eine Art von, weil es kommen oft in Zweikämpfe hinein, dass da so wenig passiert, woran liegt das? Ja, wie gesagt, ich habe in der Jugendzeit sehr viel individuell gearbeitet mit einem damaligen GAK Individualcoach, das war der Stojadin Rajkovic. Und der hat mir immer erklärt, und das habe ich bis dorthin eigentlich mitgenommen, man versucht die Zweikämpfe fair zu lösen. Und ich versuche natürlich die Zweikämpfe jetzt ohne groben Foulspiel, weil jedes Foulspiel kann gefährlich werden. Das ist eine Standardsituation, auch der Elfmeter. Und ich versuche einfach meine Zweikämpfe zu lösen ohne großartigen Foul. Und das habe ich einfach dann so in mir drinnen und deswegen versuche ich auch weiterhin das Spiel so zu forcieren, damit ich nicht unnötige Fouls mache. Und man kann auch ohne groben Fouls natürlich auch Zweikämpfe gewinnen. Hin und wieder muss man auch dazwischen hauen, weil es einfach ja, Situationen gibt in einem Match, wo man einfach auch ein Zeichen setzen muss. Und das fällt mir vielleicht hin und wieder, weil ich da etwas zu brav bin, aber im Grunde genommen passt das so. Aktuell geht es am Sonntag im ORF-Live-Spiel daheim gegen SV Josko Ried und da gibt es ein Wiedersehen mit einem, den Sie ganz gut kennen, René Gartle. Einerseits, wie wichtig wird das Duell werden, dass Sie dieses Duell gewinnen? Andererseits, wie wichtig werden diese drei Punkte auch werden? Oder wie entscheidend wird dieses Spiel sein, in welche Richtung der Weg von Rapid weitergeht jetzt am Sonntag gegen Ried? Also für uns ist wichtig natürlich im Hanapi-Stadion das Spiel zu gewinnen. Wenn ich jetzt jeden Zweikampf gegen René verliere, dann ist das egal und wir gewinnen 3-0 oder 1-0. Das ist eigentlich komplett egal. Wichtig ist, dass wir kein Tor kassieren. Oft sind die wenigen Zweikämpfe, die hat, da gibt es wenig wichtige. Die sind die letzten vor dem Tor. Man kann oft eine negative Zweikampfsbilanz haben und trotzdem wichtig im Spiel sein. Deswegen ist das Duell jetzt mit René, auch wenn er ein sehr guter Freund ist von mir, ein sekundär. Es geht nur um den Erfolg von Rapid. Ja, und da müssen wir schauen, dass wir drei Punkte holen. Mario, recht herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Viel Glück für das Spiel am Sonntag. Danke sehr. Danke.